So, hatten wir den Tank jetzt hier gesetzt? Ja, hatten wir. Okay. Ihr habt keinen Strom. Das ist aber, weil ihr gerade nicht aufgefüllt werdet. Das ist okay. Munition wurde hergestellt. Die Türme. Was fehlt da jetzt schon wieder? Raw Topaz. Hatte ich das nicht gerade eben erst geklaut? Ja, hier runter. Da, ja. Und es wird auch Neues hergestellt. Also das hatte ich gerade nicht im Inventar. So, jetzt bau die Dinger da mal. Dann halten die hoffentlich auch eine Runde. Okay. Was ist mit dir, Kiste? Du bist... Was? Bist jetzt aber nicht schon wieder voll, oder? Ist das durch den Tod jetzt auch alles weggegangen, oder bilde ich mir das gerade mal ein? Ist ja komisch. Ja, tu die mal in eine extra Kiste. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Ich schmeiß dir einfach mal eine lila Kiste. Da. Genau, die kriegt ihr alle. Leichen kriegt ihr auch. Und dann passt das schon irgendwie. So. Das. Dann checken, wie viele hellblaue davon wir jeweils haben. Ob wir weiter upgraden können. Sonst die gelben upgraden zu grünen. Na, sehr gut. Sehr gut. Und die Ressourcen im Auge behalten. Kupfer und Eisen hält sich gut. Stahl ist da. Weiße Chips sehe ich immer noch nicht. Das ist ein wenig frustrierend. Dafür sehe ich 3000 grüne Chips. Ja. Gucken wir uns das später an. Hier haben wir 74 drin, da haben wir 76. Also könnten wir da schon mal ein bisschen was machen. Das bitte upgraden. Das bitte upgraden. Und die hier bitte alle upgraden. Oh oh. Ich dachte schon, ich hätte es kaputt gemacht. Okay. Das könnten jetzt eventuell nicht genug Roboter sein. Das ist ein bisschen viel. Ja. Ja, jetzt hocken die alle drüber. Okay, dann mache ich einfach von Hand das einmal weg. Dann sollten die jetzt freien Roboter doch eigentlich... Genau, aufladen und dann helfen. Achso, nee. Die sind nur kurz hingeflogen, um sich wieder aufzuladen. Ah, das ist doof. Das ist sehr doof. Und der bessere Fusionsreaktor ist fertig. Was braucht der Dreier? Weiße Chips, das ist nicht so toll. Aber sonst... Ja, machen wir gleich den nächsten. Ja. Habe ich noch mehr von den Flying Frames? Nee. Ah, oh, ist doch doof. Und dann reißt das hier mal alles ab. So. Also das halt alles von Hand machen und die Roboter... das dann noch dann richtig machen kann. So, jetzt aber. Alles bitte ersetzen, Roboter. Mhm. Schon besser. So, habe ich noch einen Blueprint für... Nein, habe ich nicht. Mach bitte einen Blueprint. Und ich habe genau den falschen gelöscht. Ich habe den gelöscht, den ich eigentlich immer im Inventar behalten wollte. Setz den bitte dahin. Den bitte dahin. Okay. Wir sind jetzt schon über 200 Gigajoule beim Puffer. Das ist sehr schön. Und euch fehlen weiße Grizzlebretter. Das ist was Neues, was euch fehlt. Bis vor kurzem waren das noch andere Sachen, die gefehlt haben. Also gucken, was wir da drehen können. Es sind zwei Fabriken, die Grizzlebretter herstellen. Die sind wahrscheinlich einfach zu langsam, hm? Okay, sei mal schneller. Und sei mal rot. Bau bitte rote Fabriken. Lass mich raten, ich habe das Zeug dafür nicht. Doch, für genau zwei. Das ist doch super. Also euch stufen wir mal hoch. Machen euch schneller. Und das ist alles, woran es lag. Okay. Das heißt, die beiden rot machen, den hätte ich noch ganz gerne. Nimm die mal weg und die mal weg. Dann hätte ich noch ganz gerne Speed-Module. Dreier waren da drin. Ja, hätte ich
hätte ich gerne ganz viele 3er-Speed-Module. Eigentlich mehr als 10. So. Dann mache ich euch mal rot und rot. Und noch schneller. So, haben wir jetzt Probleme mit dem Befüllen oder Entladen? Ich glaube im Befüllen. Tu mal schneller rein. Tu mal schneller rein. Na gut. Haut das jetzt eventuell hin, dass wir mal ein paar weiße Chips bekommen? Das wäre sehr entgegenkommend. Sonst duplizieren wir das ganze Ding hier einfach. Also das ganze Ding. Ist da runter. Habe ich absolut keine Hemmung mit. Das muss hier nicht ich machen, das machen die Roboter. So, hier, nimm noch Grizzlebretter von uns. Wir können da noch schneller reintun. Wir haben da inzwischen, glaube ich, MK4er oder MK5er. So. Du bist mal zerlegt. Ups. Ups. Okay, wir sollten das nicht mit der guten Waffe machen. Da. Da ist viel zu viel drin. Weißt du was? Ich zerstöre einfach mal die Kiste hier. Das ist schon... Ja, mach das mal ganz so weg und mach einfach die Kiste dahin. Also ja, es ist natürlich nicht so schön, eine blaue Kiste zu zerstören, weil die kostet ja Logikboards und Stahlkiste und was weiß ich. Aber mal ernsthaft, das sollten wir uns langsam leisten können. Also sortiert das bitte alles aus. Wir haben viel zu viele Solarpanels, ja. Wir haben viel zu viel Nickel und Silber und... brauchen bald neue Kisten, kann das sein? So, und setz dich mal um. Setz dich mal irgendwo hier anders hin. So. Auch wenn ich gerade nichts zum Zerlegen habe, oder? Ja, die Rohre kannst du zerlegen. Die kannst du mal freilassen. Türme sind fertig, das ist schön. Die Power Arm. Gib mir mal die Power Armor MK1. Die wir noch. Genau. Kann ich die zerlegen? Ja, kann ich. Sehr schön. Flup. Sehr, sehr gut. Das ist doch schön, dass wenigstens das zerlegt werden kann. Aber es ist ja auch Vanilla. Das ist hier die Standard-Power-Armor. Okay, was noch? Was noch? Was noch? Eisen und Kupfer war soweit okay. Wir hatten hier hinten schon alles auf die 4er-Crafting-Speed-Dinger hochgestuft. Wurzel, Wurzel. Ja, das sind alles 4er. Und die scheinen momentan zu reichen. Hier ist zu viel. Also wir brauchen gar nicht so viel Zink. Ist okay. Tin auch nicht, weil wir haben ja eigentlich diese riesige Farm, aber das werden wir später brauchen. Komischerweise ist Holz. Wird Holz mehr gebraucht, als wir herstellen. Also nicht wirklich viel mehr, aber trotzdem. Schmeiße ich den da oben auch mal wieder an. Ja, hier haben wir das Problem, dass die rechten Kisten zuerst leer gemacht werden und die linken sich füllen. Das heißt, die müssten eigentlich alle ersetzt werden durch lila Kisten, damit es gleichmäßig abtransportiert wird. Aber unsere Roboter kommen nicht so ganz hinterher. Wie ihr sehen könnt, wir haben nur 70 Roboter, die nichts zu tun haben. Das heißt, daran müssten wir auch demnächst arbeiten, dass wir die blauen Chips automatisieren und die Roboter dementsprechend aufstufen. Genau, zu denen hier. Da müssten wir die Lithium-Ion-Batterien automatisieren und die blauen Chips. Das ist nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Gut, die Türme. Stellen wir mal die Türme auf. Ich wollte jetzt schon seit 20 Folgen immer wieder im Nordosten welche aufbauen. Aber ehrlich gesagt, im Nordosten kommen die klar. Hier im Westen hatten wir eher ein Problem. Da haben sie ja teilweise sogar Türme fast zerstört, wenn wir nicht neben gestanden hätten. Das, ja genau, hier. Piu, 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 piu. Das heißt, wir sollten die hier weiter dran verteilen. Zack. Mhm.
Und zwar eigentlich auch da ganz hinten. Ja, ich bin viel zu weit rechts. Ich hätte die hier hinpacken sollen. Hier, wo fast gar keine Türme mehr sind. Da sind später ja gar keine mehr. Das ist nicht so schön. Also tu den mal hier, hier und hier hin. Hier hinten haben wir nicht mal Licht. Das ist richtig primitiv, die Ecke. Bau bitte davon noch zwei. Ja, und schon habt ihr was zum Schießen. Sehr gut. Problem ist nur, der König kommt jetzt ganz links an. Das heißt, es werden nur zwei oder drei auf ihn schießen können. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück können auf ihn schießen. Und die gehen immer auf unsere Pfosten. Okay. Naja, er macht das schon. Alles einsammeln. Sind alles elegante Fakte. Zack. So, die hier bitte alle nicht auf einmal ersetzen. Überall Platz lassen. So. Genau, alles ersetzen. Der Reaktor stimmt. Nimm mal einen Reaktor raus und guck mal, ob du den so ersetzt bekommst. Da ist er. Wir bräuchten noch 10 Zweier Produktivitätsmodule. Produktivitätsmodule Zweier, nicht 100. Nimm mal. Ja, 10. Sind eh schon alle unterwegs, die ganzen Roboter, also ist egal. Ich werde jetzt mit 100 Modulen vollgestopft, ob ich will oder nicht. So, bau bitte einen davon. Nimm den nächsten raus. Wenn der sich jetzt verdoppeln würde, das wäre sehr schön. Der oder die nächste Stufe. Ne, der erste schon mal nicht. Oh, werdet ihr größer? Nein, aber ihr habt keinen blauen Overlay mehr. Nächste Stufe? Nächste Stufe braucht einfach nur mehr. Mehr zweier Module. Davon müssten wir eigentlich genug haben. 100 weiße Chips ist schon ein bisschen teurer. Und 5 MK2 Batterien, die wir nicht wirklich haben. Aber es ginge auch noch. Also wir können hier richtig gut in die Richtung weitergehen. Allerdings lasse ich erstmal die Tränke hier ein bisschen sich erholen. Und sorge dafür, dass Lubricant repliziert wird. Oder Alien-Artefakte. Das ist gefährlich. Also 2000 Zeiteinheiten. War da schon immer ein Gesicht drin in dem Alien-Artefakt? Nee, das erstmal nicht. Erforscht bitte lieber erstmal Lubricant. Oder Tungsten. Tungsten ist viel wichtiger. Erforscht erstmal Tungsten. Gut. Dann gucken wir mal ganz, was für Tränke wir überhaupt haben. Ich sehe keine roten Tränke, keine grünen Tränke, keine hellblauen Tränke. Aber es kann sein, weil die Kisten wieder beschränkt sind. Und das wenigste, was wir haben, ist unten irgendwas mit 1500. Also, kann gut sein, dass es daran liegt. Ich geh mal einfach runter zu der Trankproduktion und schau da. Dich bitte aufmachen, dich da rein. Mhm. Du kannst wahrscheinlich auch da rein. Ja. Zuckt überhaupt nichts unten bei den Batterien. Achso, stopp. Wir wollten doch gucken, ob wir den gleich aufstufen können. Da ist fehlen ein paar weiße Chips und 7 Produktivitätsmodule. Forder einfach gleich mehr an. Komm, mach gleich so viele. Dann können wir den zweiten auch gleich ersetzen. Dann sollten wir absolut keine Stromprobleme mehr haben. Gut, 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 gut. Also Tränke. Tränke, nee. Tränke sind mau gerade. Es war eine gute Idee, die aufzubewahren. Tee. Bitte als nächstes Blei. Go. Ihr seid alle nicht am Arbeiten, weil hier hätte ich erstmal ganz gerne die besseren Produktivitätsmodule drin. Waren die Dreier auch schon vorher drin? Können wir die Vierer hier herstellen? Da bräuchten wir Produktivitäts-Logic-Boards. Die klaue ich mir mal. Zack. So viele werde ich nicht brauchen. Stell bitte Vierer-Module her. Was bräuchten wir dafür? Dafür bräuchten wir Polished Ruby und doch noch mehr Logic Boards. Die gehen ja echt schnell weg. Also ich stelle jetzt von Hand ein paar 5er Produktivitätsmodule her, damit wir die unten bei den lila Tränken reintun können. Also im Idealfall bei der Fabrik und bei der Fabrik.
Edelsteine da. Polished Rubies bräuchten wir. Wahrscheinlich nicht ganz so viele, aber ist okay. Da, 7 Stück davon. Das dauert jetzt ein bisschen. Warum haben wir das? Klauen wir das Goldzeug.